Heute sprechen wir über das Arbeiten in Polen, sprechen über die Unterschiede zwischen das Arbeiten in Polen und in Deutschland und erzähle auch noch, worauf man vielleicht achten sollte, wenn man in Polen einen Job anfängt. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich stelle mich mal ganz kurz vor, falls du mir heute zum ersten Mal zuschaust. Mein Name ist Christoph und ich bin vor einiger Zeit von Deutschland nach Polen ausgewandert. Auf meinem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Polen. Und falls du dich auch für das Thema Polen interessierst oder einfach nur ein bisschen Unterhaltung suchst, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Damit würdest du auch meine Arbeit sehr unterstützen. Vielen lieben Dank dafür. Gehen wir jetzt aber auch ein bisschen mehr in Richtung Hauptthema und sprechen über das Arbeiten in Polen bzw. über die Unterschiede zwischen dem Arbeiten in Polen und den Arbeiten in Deutschland. Wieso mache ich aber eigentlich wieder ein Video zum Thema Arbeiten in Polen? Ich habe in den letzten Wochen und ja, man kann sogar sagen Monaten sehr, sehr viele Anfragen zu diesem Thema gekriegt, wie zum Beispiel, was verdient man eigentlich in Polen? Ich habe in Deutschland Beruf XY gelernt, komme ich damit in Polen weiter, komme ich auch ohne der polnischen Sprache zurecht und so weiter und so fort. Also ich werde wirklich auf alle Fragen eingehen und versuchen, so gut wie möglich zu beantworten. Dann würde ich sagen, kommen wir auch schon direkt zum ersten Punkt, und ich denke, das ist ein Punkt, was eigentlich auch jeder weiß und was auch überhaupt gar kein großes Geheimnis ist. Und zwar verdient man ja in Deutschland wesentlich mehr wie in Polen. Man kann eigentlich so, ja, ungefähr sagen, dass man in Deutschland doppelt so viel verdient, zumindest in den meisten Branchen. Und natürlich reden wir hier von ganz normalen Arbeitsverträgen. In Deutschland ist das der Arbeitsvertrag, in Polen ist das die Umowa o Pracę, was übersetzt im Prinzip ja auch Arbeitsvertrag heißt. Man kann wirklich sagen, dass ein zum Beispiel Lagerarbeiter in Deutschland ungefähr doppelt so viel verdient wie in Polen, dass ein Lehrer zum Beispiel, wenn nicht sogar dreimal so viel in Deutschland verdient wie in Polen, und ich weiß nicht, irgendein Verkäufer von der Kasse wird auch ungefähr doppelt so viel verdienen in Deutschland wie in Polen. Selbst wenn wir vom gesetzlichen Mindestlohn sprechen, hat man in Deutschland ungefähr doppelt so viel wie in Polen. In Deutschland beträgt der Mindestlohn, ich meine, circa 1400 Euro. In Polen sind das circa 3300 Zloty. Der wurde jetzt am 1. Juli 2024 erhöht, was umgerechnet um die 780 Euro sind, so ungefähr. Also selbst da haben wir es in Deutschland doppelt so viel wie in Polen. Kommen wir zur zweiten Sache. Und zwar, ich habe in Deutschland Beruf XY gelernt. Ich weiß nicht, zum Beispiel Gebäudereiniger oder Kfz-Mechaniker oder Altenpfleger. Komme ich damit in Polen überhaupt weiter? Und hier kann ich eigentlich ganz klar sagen, ja, theoretisch kommst du mit diesen Berufen auch hier in Polen weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass du Probleme haben wirst, dann in dieser Branche einen Job zu finden. Wie aber nur im Punkt 1 schon gesagt, musst du damit rechnen, dass du natürlich weniger verdienst wie in Deutschland. Ich weiß, dass auch sehr viel darüber gesprochen wird, dass man in Polen mehr verdienen kann, wenn man eine Fremdsprache spricht, in diesem Fall jetzt zum Beispiel Deutsch, was ja auch richtig ist. Aber wenn du zum Beispiel als Kfz-Mechaniker arbeitest oder Gebäudereiniger oder meinetwegen auch Altenpfleger, wirst du mit sehr großer Wahrscheinlichkeit deine Fremdsprache nicht benutzen können, beziehungsweise wird die nicht wirklich gebraucht, und aus diesem Grund wirst du dann jetzt auch nicht anders bezahlt wie jeder andere Kfz-Mechaniker, wie jeder andere Altenpfleger oder wie jeder andere Gebäudereiniger. Man muss auch immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass hier in Polen die Arbeitskraft einfach günstiger ist und viele Firmen aus dem Ausland ja gerade eben deswegen nach Polen kommen, weil es ja hier günstiger ist und weil hier auch zum Teilweise die Arbeitsbedingungen nicht so gut sind wie zum Beispiel jetzt in dem westlichen Teil Europas. Aber darauf werde ich gleich auch noch ein bisschen spezifischer drauf eingehen. Auch habe ich schon mal die Frage gekriegt,
ob man für das Arbeiten in Polen polnischer Staatsbürger sein muss. Nein, du musst natürlich kein polnischer Staatsbürger sein. Wenn du EU-Bürger bist, wenn du außerhalb der EU kommst, hast du dann natürlich den ganzen Papierkram, wie zum Beispiel Arbeitserlaubnis und so weiter und so fort. Da kenne ich mich aber jetzt auch nicht ganz gut damit aus. Aber wie gesagt, wenn ihr jetzt aus Deutschland kommt und deutsche Staatsbürger seid, habt ihr überhaupt gar keine Probleme, Arbeit in Polen zu finden. Auch eine sehr häufig gestellte Frage ist, ob man die polnische Sprache beherrschen muss, um in Polen einen Job zu finden. Hier muss ich sagen, es wäre auf jeden Fall vom Vorteil, wenn du jetzt mal abgesehen von Deutsch nur auch noch Polnisch sprichst, zumindest so weit, dass du dich zumindest verständigen kannst, irgendwie auf Bewerbungsgespräche ganz normal gehen kannst oder zumindest Englisch. Selbst wenn du jetzt in einer Firma arbeiten solltest, wo du mit der deutschen Sprache arbeitest, wird ja die interne Sprache in der Regel entweder Polnisch sein oder wenn man halt die polnische Sprache nicht beherrscht, sollte man zumindest Englisch so weit können, dass man sich ganz normal verständigen kann. Es ist nicht ausgeschlossen, nur wenn man Deutsch spricht, einen Job zu finden. Du wirst da aber sehr, sehr, sehr große Schwierigkeiten haben, meiner Meinung nach. Deswegen sollte man zumindest auch schon so weit Englisch oder im besten Fall sogar Polnisch können. Aber mal eine ganz andere Sache, wenn man schon nach Polen kommt, um hier zu leben und zu arbeiten, sollte man auch zumindest nach einer gewissen Zeit die polnische Sprache zumindest irgendwie kommunikativ so weit beherrschen, dass man zumindest teilweise auch ohne fremde Hilfe weiterkommt. Welche Unterschiede es sonst noch gibt, ist auch bei den Steuerklassen. In Polen gibt es dieses Prinzip mit dieser Steuerklasse nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Ehemann mit einem Kind 5.000 brutto verdiene und da ungefähr 4.000 netto bei rumkommt, das sind jetzt selbstverständlich alles nur Beispielzahlen, hat der Single ohne Kinder bei einem 5.000 Bruttolohn auch 4.000 netto. Ich kann mich noch erinnern, dass das in Deutschland anders war. Ich hatte einen Arbeitskollegen, der war verheiratet und hat ein Kind gehabt. Ich zu der Zeit war nicht verheiratet, hatte auch keine Kinder und er hatte um die 400 Euro netto mehr. Auch muss man sagen, dass in Polen die Arbeitsbedingungen etwas schlechter sind, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland. Wenn wir jetzt nur von der wöchentlichen Arbeitszeit sprechen, kann ich euch sagen, dass zum Beispiel im Jahr 2022 die durchschnittliche Arbeitszeit bei über 40 Stunden in der Woche lag. In Deutschland beträgt die wöchentliche Arbeitszeit im Jahr 2022 circa 37 Stunden in der Woche. Hier kann ich jetzt natürlich auch noch einige Sachen aus eigener Erfahrung erzählen, was wie ich das durchlebt habe, aber ich hatte bisher noch keine Firma, wo ich wirklich über 38 Stunden in der Woche gearbeitet habe. Hier in Polen ist das bisher ganz normal für mich gewesen, mindestens 40 Stunden in der Woche zu arbeiten. Ich kenne auch niemanden, der weniger als wie 40 Stunden in der Woche arbeitet und da sieht man das dann auch schon einfach, dass in diesem Punkt Arbeitszeiten man auf jeden Fall in Polen durchschnittlich mehr arbeitet, jetzt wie in Deutschland. Wenn es jetzt um Urlaub geht, gibt es hier auch kleine Unterschiede. In Deutschland ist das ja im Prinzip so, dass du ja deinen gesetzlichen Mindesturlaub hast. Ich meine von 20 Tage. Ich habe mal früher gedacht, das sind 25 Tage. Ich habe mich jetzt im Internet schlau gemacht, dass es doch nur 20 Tage sind, wobei ich wirklich niemanden kenne, der 20 Tage Urlaub hat. Ich habe auch überhaupt noch nie gehört, dass jemand irgendwie 20 Tage Urlaub hatte. Ich habe aber mir auch sagen lassen, dass es zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland auch noch einen Unterschied gibt. Zu den Arbeitsbedingungen in Ostdeutschland kann ich jetzt natürlich nichts zu sagen, weil ich bin ja gebürtiger Dortmunder und ich habe auch eigentlich mein ganzes Leben nur in Dortmund gearbeitet. Und deswegen spreche ich jetzt hier auch aus meiner eigenen Erfahrung aus der Region Dortmund, wo ich da damals gearbeitet habe. Und da kann ich sagen, dass ich noch nie in einer Firma gearbeitet habe, wo ich unter 30 Tage Urlaub hatte. Also 30 Tage Urlaub war jetzt für mich ganz normal. In Polen ist das ein bisschen anders. Da hast du gesetzlich, wenn du unter 10 Jahre Berufserfahrung hast, 20 Tage Urlaub. Hast du über 10 Jahre Berufserfahrung, stehen dir 26 Tage Urlaub zu. Bei den Berufserfahrungen zählt auch das Studium mit. Eine Sache, die mir hier auch sehr aufgefallen ist in Polen, ist, dass es hier nicht so diese Betriebsräte und Gewerkschaften gibt. Das ist nicht so, dass es die überhaupt nicht gibt. Nur habe ich selber persönlich noch keine Erfahrung damit gemacht. Wiederum in Deutschland habe ich noch nie in einer Firma gearbeitet, wo es keinen Betriebsrat
gab. Ich finde, das mit dem Betriebshub ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Ich in den Firmen, wo ich bisher gearbeitet habe, hatte im Prinzip, ja, kann man sagen, eigentlich eine jährliche Lohnerhöhung, die immer mit der Inflation mitgeht. Also wir reden hier immer so von circa 2%. Was ich aber wiederum in Polen gut finde, wenn es um Löhne geht, man kann in Polen seinen Lohn verhandeln. Natürlich kann man das jetzt von der einen oder anderen Seite auch sehen, wird mit Sicherheit seine Vor- und Nachteile haben. Es ist zum Beispiel so, dass wenn der Kollege, der neben mir sitzt, genau die gleiche Tätigkeit ausübt wie ich, ganz genau die gleiche und auch wir gleich positioniert sind, nicht ausgeschlossen ist, dass er mehr verdient oder ich mehr verdiene. Aus dem Grund, weil wir uns einfach den Lohn besser ausgehandelt haben. Bleiben wir auch noch ein bisschen beim Thema Lohn und gehen auch so ein bisschen mehr in Richtung Krankschreibung rein, denn hier gibt es auch einige Unterschiede. Wenn du in Polen krankgeschrieben bist, wirst du für diese Zeit auch nur zu 80% bezahlt. Also in Deutschland kennt man das ja so, wenn du in Deutschland krank bist, du kriegst ja ganz normal weiter deine 100%, bis du halt ins Krankengeld fällst. Und auch bei dem Thema Krankengeld würde ich sagen, ist das wesentlich lockerer wie in Polen. Ich meine, in Polen kannst du 30 Tage krank sein. In Deutschland kannst du ja auf eine Krankheit 6 Wochen krank sein, bis du ins Krankengeld fällst. Das heißt, du kannst 6 Wochen Migräne haben, du kannst 6 Wochen Grippe haben, du kannst 6 Wochen dein Bein gebrochen haben. Und jedes Mal, wenn du unter diesen 6 Wochen bleibst, über das ganze Jahr im Prinzip, wirst du immer zu 100% bezahlt. Wie erwähnt, ist das dann in Polen so, dass du dann nur bei der Krankschreibung 80% von deinem Lohn kriegst. Etwas, was ich hier dann auch erlebt habe, was ich dann auch ein bisschen traurig fand, ist, dass es Mitarbeiter gab, die sich nicht krank geschrieben haben, aus dem Grund, weil die es sich nicht erlauben konnten, krank zu werden, weil die danach weniger Geld kriegen würden. Das sind dann natürlich dann so Sachen, die sind dann ein bisschen traurig und das ist dann teilweise so, dass dann echt die Leute krank zur Arbeit gehen. Auch wenn wir jetzt schon mal beim Thema Krankschreiben sind, erzähle ich hier noch eine kleine Geschichte. Ich hatte nämlich auch mal irgendwann mal eine Grippe gehabt und dann bin ich auch zum Arzt gegangen. Der hat mich, glaube ich, für 3 Tage krank geschrieben. Nach den 3 Tagen habe ich mich immer noch nicht gut gefühlt und dann bin ich wieder zum Arzt gegangen, habe darum gebeten, dass er mich um weitere 2-3 Tage krank schreibt. Und dann gab es dann dieses, na okay, 2 Tage kann ich Ihnen noch geben. So nach dem Motto, ich müsste jetzt um meine Krankschreibung betteln. Ich meine, ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich krank bin, bin ich krank und dann bleibe ich auch zu Hause. Und ob es jetzt 3 Tage, 5 Tage oder 10 Tage dauert. Und hier in Polen, die Ärzte, zumindest ist das so meine Erfahrung, die sind da so ein bisschen zögerlich anscheinend mit der Krankschreibung. Aber das ist überhaupt ein ganz anderes Thema. Kommen wir aber überhaupt auch mal zu einem ganz wichtigen Punkt. Im Prinzip würde das eigentlich der Punkt sein, der ganz zu Anfang kommen sollte. Und zwar ist es das Thema Bewerbung schreiben. Denn als ich damals vor circa 5 Jahren angefangen habe, Bewerbungen zu schreiben, war ich auch ein bisschen überrascht, wie das hier gemacht wird. Und man muss sagen, hier in Polen werden überwiegend, zumindest für den Start, nur Lebensläufe verschickt. Man kann auch ein Anschreiben mitschicken. Es ist jetzt nicht irgendwie verboten, ein Anschreiben rauszuschicken oder es ist auch nicht so, dass das nicht gerne gesehen wird. Aber in den allermeisten Fällen, und ich kann das auch selber bestätigen, da ich eine Zeit lang als Führungsposition gearbeitet habe und selber auch Bewerbungen reingekriegt habe. Und da kann ich wirklich sagen, dass 80% oder 85% sogar Bewerbungen sind, die einfach nur aufgebaut sind auf einem Lebenslauf. Und anhand dieser Bewerbung kann man dann entscheiden, ob man den Kandidaten einstellt oder nicht, beziehungsweise zum Bewerbungsgespräch einlädt oder nicht. Ich finde, das hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Ich fand das damals irgendwie ganz cool, ganz interessant. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich weiß auch gar nicht, wie das heutzutage in Deutschland gemacht wird. Ich meine, ich bin ja schon knapp 5 Jahre in Polen, kann sagen, meine letzte Bewerbung in Deutschland habe ich vor circa 10, 11 Jahren geschrieben. Ich denke, heutzutage wird das auch anders gemacht. Aber eine Sache, was ich hier auch noch sagen kann, damals zu meiner Zeit in Deutschland mussten wir noch eine Bewerbungsmappe machen, die man schon aufklappen konnte. Dann hatte man ja vorne das Deckblatt, Lebenslauf, Anschreiben, alle Qualifikationen, die man gemacht hat, Schulzeugnis und so weiter. In Polen schickt man wirklich nur den Lebenslauf mit und das ist dann auch vollkommen ausreichend und hier wird überwiegend alles online gemacht. Ich persönlich fand das damals sehr gut, da ich mir natürlich sehr, sehr viel Zeit gespart habe, irgendwie zu den Firmen zu fahren, ständig diese Bewerbungsgespräche zu haben. Und so, als ich damals einen Job gesucht habe, konnte ich dann wirklich 5, 6 Bewerbungsgespräche an einem Tag abklappern, weil alle Bewerbungsgespräche überwiegend online über Teams durchgeführt wurden. Das spart natürlich sehr viel Zeit und das ist für mich persönlich
auch ein Vorteil gewesen. Jetzt gebe ich auch noch so einige kleine Informationen, grundsätzliche Informationen und auch eigene Erfahrungsberichte, die ich so gemacht habe zwischen dem Arbeiten in Deutschland und den Arbeiten in Polen. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen in Polen mehr unter Druck stehen. Hier wird ein bisschen mehr Druck ausgeübt auf den Mitarbeiter. Ich habe das Gefühl, dass in Polen wirklich einfach nur auf die Zahlen geguckt werden und in Deutschland wirklich mehr auf die Qualität. Das sind auch wirklich so meine eigenen Erfahrungen. Ich kenne das aus Deutschland auch so, wenn man irgendwie einen Job neu anfängt, man wird vernünftig von A bis Z angelernt, ganz normal, und man kriegt dann auch natürlich gesagt, das ist deine Aufgabe, mach die lieber vernünftig, einmal vernünftig, anstatt zweimal schlecht zu machen, weil die Fehler muss man danach auch korrigieren. Hier in Polen habe ich bisher so andere Erfahrungen gemacht. Wenn es jetzt um die Schulungen geht, ist das immer so ein bisschen lala, man wird nicht immer in den neuen Job gut eingearbeitet. Was ich dann auch noch sagen kann, als damalige Führungsposition, wenn ich Bewerbungsgespräche geführt habe und ich den Kandidaten dann gefragt habe, was für den wichtig ist, haben ungelogen circa 60-70% der Kandidaten geantwortet, die wollen vernünftig angelernt werden. Also da sieht man schon, das ist wohl nicht nur so mein Eindruck, das ist anscheinend in Polen sehr oft so, dass die Anlernphase immer sehr schnell gemacht wird, einfach auf ganz, ganz fix gemacht, nur dass du so schnell wie möglich an die Arbeit rangehst. Was ich dann auch gesehen habe, dass hier wesentlich mehr auf Zahlen geguckt wird und weniger auf die Qualität. Wie gesagt, das ist nur so mein Eindruck. Ihr könnt mir das aber vielleicht mal in den Kommentaren hinterlassen, wenn ihr selber vielleicht auch 1:1 Vergleich habt. Das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Auch noch eine Sache, die ich hier so ein bisschen merkwürdig fand, muss ich sagen, ist zum Beispiel, wenn es jetzt um Weihnachtsgeld geht, um Urlaubsgeld oder sonst irgendetwas, du musst für diese Sachen hier immer einen Antrag ausfüllen. Also das ist so zumindest meine Erfahrung und auch die Erfahrung, die hier andere Kollegen gemacht haben, die ich hier kennengelernt habe. Die haben gesagt, das ist hier in Polen ganz normal, dass wenn du Urlaubsgeld haben willst, musst du einen Antrag ausfüllen. Du musst dann sogar auch 14 Tage am Stück Urlaub nehmen. Ich hatte auch schon mal den Fall, dass ich dann in den Papieren eintragen musste, wie teuer mein Urlaub sein wird. Also das sind echt dann so Sachen, die ich aus Deutschland nicht kenne. Entweder es gibt Urlaubsgeld in der Firma oder es gibt kein Urlaubsgeld in der Firma. Das gleiche ist, wenn es um Weihnachtsgeld geht. Man muss dann wirklich ein Papier ausfüllen, dass man sagt, ja, ich möchte auch wirklich dieses Weihnachtsgeld haben. Ich denke persönlich, das ist einfach nur eine Masche, die versuchen natürlich so zu machen, dass auch irgendwie der ein oder andere Mitarbeiter vielleicht vergisst, das Formular abzugeben, dass man das dann nicht auszahlen muss und der Arbeitgeber spart sich dann natürlich diese Sonderzahlung. Auch noch ein Unterschied, und das spricht natürlich mehr jetzt für das Arbeiten in Polen: wenn ein Feiertag in Polen auf den Samstag fällt, kriegst du den im Prinzip wieder gut geschrieben. Das heißt, dein Arbeitgeber entscheidet entweder, wann du frei hast, oder es gibt auch Firmen, die sagen, okay, du hast jetzt bis zu diesem Zeitraum Zeit, dir einen freien Tag auszusuchen. Ich denke, das war es dann jetzt auch so mit den Unterschieden, zumindest mit den gröbsten Unterschieden. Es wird hier und da mit Sicherheit auch noch sehr viele Unterschiede geben. Wenn ihr welche kennt, könnt ihr es mir mal gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ich bin auch wirklich dafür, immer eine Quelle dazu zu hinterlassen, denn in den Kommentaren liest man auch manchmal Sachen, die wirklich nicht der Wahrheit entsprechen, aber Leute sind der Meinung, das ist die Wahrheit. Aber wenn ich dann auch vielleicht mal eine Quelle dazu kriegen könnte, wäre das vielleicht auch nicht ganz verkehrt, dann könnte ich mich auch selber davon vergewissern. Solltet ihr sonst noch irgendwelche Fragen haben, könnt ihr mich auch selbstverständlich zum Beispiel auf Instagram anschreiben. Mein Instagram-Name müsste jetzt hier unten irgendwo aufleuchten. Ansonsten habe ich auch noch weitere Videos zum Thema Arbeiten in Polen. Die verlinke ich euch dann alle in den Kommentaren. Die könnt ihr euch dann später auch mal anschauen, wenn ihr Zeit und Lust habt. An dieser Stelle danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!